Wenn er sein Leben so anschaut, das kann sich sehen lassen. Nichts Außergewöhnliches, aber ein Leben, mit dem er zufrieden sein kann. Sein Beruf macht ihm Freude, er verdient ausreichend. Er versteht sich gut mit seiner Frau und seinen Kindern, hat ein paar gute Freunde, was will er mehr? Wenn er es sich genau überlegt, will er eigentlich nur eines, nichts verlieren, nichts hergeben müssen von dem, was er sich aufgebaut hat. Im Grunde will er nur eines, dass alles so bleibt. Aber irgendwie wird er das dumpfe Gefühl nicht los, es muss ja weitergehen. Ich kann nicht einfach stehen bleiben, unterwegs bin ich, ob ich will oder nicht. Und das macht ihm zu schaffen. Manchmal denkt er, was wäre, wenn? Wenn er seine Arbeit verlieren würde, wenn er einen schlimmen Unfall hätte. Er schwankt dann immer zwischen der Angst und dem Ärger darüber, dass er sich Sorgen macht. Oder er muss nur daran denken, was heute es für Sorgen gibt. Eine drohende zweite Welle, explodierende Verschuldungen, Wirtschaftskrisen. Wenn es ihn so überkommt, dann muss er auch an früher denken. Damals, als sein bester Freund ihn enttäuscht hat. Damals, als er nicht mehr weiter wusste. Er war sich dann immer so alleine vorgekommen, so unsicher. Er wusste nicht mehr, wohin. Er hatte sich dann manches Mal gewünscht, das alles verstehen zu können und auch Gott sehen zu können in allem, was geschieht mit ihm und um ihn herum. Und genau so geht es ihm auch jetzt in seiner Angst vor morgen. Was würde er darum geben, zu wissen, dass Gott bei ihm ist und seinen Weg immer mitgeht? Wie gerne würde er Gott sehen, um nicht mehr der Ungewissheit ausgeliefert zu sein? Und ich denke, überall wohnt er, dieser Mann, der so zufrieden sein könnte und der doch so unsicher ist in seinem Blick auf morgen. Dieser Mann ist auch in manchen biblischen Texten zu finden. Dort heißt er zum Beispiel Mose. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Siehe, es ist Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Im Suchen nach Freiheit hatten die Israeliten erlebt, wie Gott sie versorgte in der Wüste ihres Lebens. Doch das lag längst hinter ihnen. Sie sollen sich wieder auf den Weg machen in Unbekanntes. Mose bestürmt daher Gott, kannst du uns nicht ein Zeichen geben, dass du mit uns gehst? Und es bricht aus ihm heraus, lass uns doch deine Herrlichkeit sehen. Zeig dich mir, dann weiß ich, dass du da bist, auch morgen. Und Mose erhält tatsächlich eine Antwort. Es ist Raum bei mir, sagt Gott. Da sollst du auf dem Fels stehen. So heißt es und meint, ich nehme dich ganz nah zu mir. Auf sicheren Grund will ich dich stellen, einen Fels dir bieten inmitten wogenden Wassers. Es ist Raum bei mir. Das ist ein gutes Wort für den, der in Ängsten lebt. Doch das andere scheint dann alles wieder aufzuheben. Wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, darfst du hinter mir hersehen. Was soll Mose damit anfangen? Wie gern wollte er ja mehr Handfestes, Sichtbares von Gott. Doch Gott lässt ihn wissen, keiner verträgt es, mich zu sehen. Keiner hält das aus. Ihr wollt mich besitzen, doch dem entziehe ich mich. So einfach werdet ihr mich nicht finden in eurem Leben. So offen erscheine ich nicht. Ich will dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Ich bin da, bin mitten unter euch, gebe euch ein Vertrauen, das wie fester Boden ist, wenn ihr ins Wanken kommt. Und Mose, der Gott sehen will, darf schauen, wo Gott in seinem Leben vorübergeht. Er darf sozusagen die Spuren Gottes in seinem Leben entdecken. Ich kann Gott zwar nicht sehen, wie die vielen Dinge, die mir Tag für Tag vor Augen kommen, aber ich kann beginnen, Spuren zu lesen. Ich muss dazu in einen verborgenen, in einen unsichtbaren Gott Vertrauen haben. Meine eigene Skepsis, mein Absichern, auch so manches Vertrautes hinter mir lassen.
Das ist ein Wagnis und ist weit weg von meiner Sicherheit, auch wenn es Sicherheit verspricht. Aber es ist ein Leben mit der Zuversicht. In meinem Leben hat Gott seine Hand im Spiel, ist mir nahe, doch meinem Willen entzieht er sich. Es ist Raum bei mir und das mag genügen. Lassen Sie uns diesen Abend mit einem Gebet beenden. Gott, du wärmender Raum, zu dir darf ich kommen in jedem Augenblick. Du stellst keine Bedingungen. Ich bin dir ohne Vorbehalt lieb. Mit offenen Armen empfängst du mich. Darauf vertraue ich. Meine Fragen bringe ich dir, auch meine Unruhe, meine Versäumnisse, mein Überfordertsein, meine Erschöpfung. Ich muss nicht sagen, wenn mir die Worte fehlen oder ich nicht reden mag. Du kennst mich, du weißt meine Geschichte. Verweilen will ich vor dir, bis meine Seele ruhig wird und ich eintauche in deinen Frieden.